Was gibt es heute Neues? Oh, hier gibt's wieder eine Zitrone. Ja, die Zitronen haben es mir in der letzten Zeit angetan. Eine Bio-Zitrone, die mit der Schale verarbeitet wird, wird wieder einmal in kleine Stücke zerschnitten, zerteilt. Der Unterschied zu den letzten Getränken mit Zitrone ist heute der, dass wir die Zitronenstücke jetzt nicht direkt in den Mixer geben, sondern zuerst im Gefrierschrank, im Gefrierfach tiefkühlen. Das wird nämlich heute nicht nur ein gesundes Getränk, sondern es ist gesund und schmeckt vor allem extrem erfrischend. In der Zwischenzeit, wenn die Zitronenstücke gefrieren können und vielleicht auch noch etwas länger, zerkleinern wir im zweiten Schritt die Datteln, die wir dem Ganzen beimengen, so einen leicht süßlichen, sehr feinen Geschmack für das Getränk mitgeben. In der Zwischenzeit ist etwas Zeit vergangen und ich kann die Zitronenstücke aus dem Gefrierschrank geben, die in der Zwischenzeit gefroren sind. Hinein mit den gefrorenen Zitronenstücken in das Behältnis des Smoothie-Mixers. Der Smoothie-Mixer ist zwar nicht sehr groß für einen 1 bis 2 Mann-Frau-Haushalt, jedoch für mich meistens ausreichend. Vor allem stimmt die Qualität bei dem Mixer, weil er auch die nötigen Umdrehungszahlen zusammenbringt, das ja meistens einen Unterschied zwischen den günstigen und den teureren Stücken eben ausmacht. Im zweiten Schritt gebe ich jetzt 1,5 Bananen in das Gefäß hinzu. Es wird quasi ein Zitronen-Bananen-Getränk. Als nächstes kommt eben noch Wasser hinzu. Und wie jeder von meinen Videos weiß, lege ich auf das Wasser auch ganz besonderen Wert. Das Wasser ist bei mir frei von Schadstoffen und wird durch diesen Power Twister hexagonalisiert, das heißt lebendig gemacht. Und im nächsten Schritt bereite ich nun noch auch eine bekannte Zutat von anderen Videos vor. Und zwar kommt Kurkuma hinzu. Wir wissen, die Qualitäten von Kurkuma. Kurkuma ist super bei Entzündungen, extrem entzündungshemmend und geht vor allem in die Blut-Hirn-Schranke, ins Gehirn und kann eben dort auch, sagt man, Alzheimer vorbeugen bzw. eben auch bekämpfen. In dem Falle wieder Kokosöl heiß gemacht, 1,5 Teelöffel Kurkuma und Pfeffer dazu. Denn Pfeffer ist notwendig, damit Kurkuma im Körper gut aufgenommen werden kann. Ja, und diese Flüssigkeit, diese heiße Flüssigkeit mit Kurkuma und Pfeffer hinein in den Mixer, was auch sehr interessant ist, weil ja alles kalt ist, kalte Zitronen, gefrorene Zitronen und eben das heiße Öl mit Kurkuma und Pfeffer. Dazu noch die Datteln und hier noch eine spezielle Zutat, ein spezielles Gewürz, eine spezielle Wurzel, das ist der Galgant, bekannt von Hildegard von Bingen, die dieses Gewürz, diese Wurzel bekannt gemacht hat. Und auch diese Wurzel, der Galgant ist
wunderbar, super für das Herz, für den Herzkreislauf. Und einmal kurz durchgemixt im Schnelldurchlauf. Schon sind wir fertig. Und hier noch einmal die Zutaten. 1,5 Bananen, eine Bio-Zitrone, Kurkuma, Galgant, Kokosöl, super gutes Wasser und ein paar Datteln. Man kann natürlich auch Feigen oder was auch immer noch hinzugeben, je nachdem wie man möchte. Und fertig ist dieses wunderbar erfrischende und super gesunde Mixgetränk. Ja, so kann ich abschließend einfach nur noch Prost sagen. Dieses wirklich sehr erfrischende und extrem gesunde Getränk und extrem wohlschmeckend. Also in dem Sinne ganz, ganz liebe Grüße von Gio Sixt, Gio Leben, Prost. Also dieses wunderbare Getränk.